FM1 Melodie. Musik fürs Herz. Bei mir im FM1 Melodiestudio habe ich die Anna-Karina Wojcak. Herzlich willkommen, Anna-Karina. Du bist zurzeit in der Schweiz unterwegs. Ja, das stimmt. Warst du schon häufig in der Schweiz oder ist das das erste, zweite Mal so? Ja, so das erste, zweite Mal kann man sagen. Also, aber es ist wunderschön hier. Es gefällt mir sehr und ich komme auch ganz bald wieder. Das hoffen wir doch ganz stark. Ja. Märchen und Universum, heute das Thema quasi bei dir. Mit Märchen bist du eigentlich aufgewachsen. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Ich habe quasi gesehen, das eigene Märchen erlebt. Meine Familie hat ein Marionettentheater und wir sind ganz, ganz viel unterwegs mit unseren eigenen Märchen. Ja. Den eigenen Märchen und das hat Tradition, euer Puppentheater, glaube ich, über 300 Jahre schon in der Familie Tradition. Was sind das für Puppen? Sind das Starpuppen? Sind das Marionetten, die hängenden? Fäden, genau. Und wir haben halt so ein Marionettentheater, wir sind jede Woche unterwegs in einer anderen Stadt in Deutschland und begeistern überall ganz viele Kinder und Erwachsene. Und da rein bist du reingewachsen eigentlich ursprünglich, oder? Ja, ich bin quasi im Puppentheater geboren. Also ich kenne nichts anderes und als unterwegs zu sein und halt unter Kindern, unter Menschen. Und so kam ich dann auch irgendwann zur Musik, weil Puppenspiel hat auch ein bisschen was mit Musik zu tun. Damals war ich immer die Gretel bei Hänsel und Gretel, da musste ich halt da mit den Puppen singen. Und heute darf ich das auf der großen Bühne machen und das freut mich sehr. Automatisch eigentlich ins Singen reingekommen, ins Musizieren. Wie hat das wirklich angefangen? Einfach im Puppentheater oder auch in der Schule oder musikalisch sonst? Ja, also meine Eltern sind sehr musikalisch. Meine Mama spielt Schlagzeug, Trompete und auch mein Papa ist sehr musikalisch. Und ich habe irgendwann angefangen, nach den Puppenaufführungen haben wir ein Mikrofon und eine Anlage. Und da habe ich dann halt immer so für mich gesungen, bis irgendwann jemand gesagt hat, Mensch Anna, eigentlich könntest du dich ja mal irgendwo bewerben oder willst du nicht mal auf eine große Bühne und so weiter. Und ich hatte da immer ein bisschen Angst vor. Ich wusste nicht, na, schaffe ich das oder nicht? Und so habe ich mich dann 2011 bei Deutschland sucht den Superstar beworben und habe es dann letztendlich auch unter die letzten 8 Kandidaten geschafft. Und dann ist es so richtig losgegangen wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich ist danach immer alles ein bisschen schwierig. Man muss gucken, in welche Richtung geht man. Und ich habe mich eigentlich ganz zeitig dann schon für den deutschen Schlager entschieden. Und dann kam das erste Album und das ist jetzt mein zweites Album. Es ist jetzt seit Ende September auf dem Markt und wir sind ganz, ganz viel unterwegs. Und das freut mich natürlich jetzt auch hier in der Schweiz zu sein und ich kann mich nicht beklagen. Was hat dich bewogen damals, quasi nach der Superstar-Serie in die Richtung Schlager zu gehen? War das schon irgendwie vorbestimmt oder hast du da taktische Überlegungen gemacht? Nein, also ich habe immer schon gern Schlager gesungen und damals auch bei DSDS wollte ich gern Schlager singen, aber wir hatten dann schon den Schlagersänger bei uns in der Staffel und ich habe halt auch viele deutsche Titel gesungen. Und danach habe ich halt schon gedacht, was gefällt meinen Fans? Und die haben eindeutig gesagt, du musst Deutsch singen. Und Schlager kann man ja gar nicht mehr so definieren. Das ist ja wirklich alles sehr modern geworden. Und viele Jugendliche hören Schlager, hören deutsche Musik. Und so kam ich dann auch darauf, dass ich halt nur noch Deutsch singen möchte. Und so hat sich das auch so entwickelt, ja. Jetzt ist das bereits das zweite Album, du hast es angesprochen. Hat es da Änderungen gegenüber dem ersten Album gegeben? Ja, natürlich. Also das erste Album war eigentlich, man kann sagen, ganz schnell gemacht und es war halt auch nicht wirklich auf dem Markt. Also wir haben das zwar verkauft und es lief auch sehr gut, aber wir wollten jetzt mit dem Album wirklich ein ganz anderes Album machen. Da sind wirklich nur noch 100% Anna-Karina drin in dem Album, also stimmungsvolle Songs. Wir haben ein paar Balladen dabei, aber alles wirklich deutsch und auf dem anderen Album waren auch ein paar englische Titel drauf. Und wir haben eine große Autogrammstundentour in Deutschland gemacht, jetzt Radiotour und Video in Berlin gedreht und ich kann mich wirklich nicht beklagen, es läuft eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Und du hast auch von den Produzenten, von den Songschreibern, den Komponisten ein sehr namhaftes Team hinter dir. Ja, das muss ich sagen. Also wir haben Hermann Weindorf, André Stade, Felice Pedula, ganz, ganz viele, ich kann die jetzt gerade alle gar nicht aufzählen, die wirklich gedacht haben, wir müssen halt ein Album machen, was zu mir auch passt, weil ich halt auch noch viele jüngere Fans habe, teilweise auch Kinder, Teenager, noch aus der DSDS-Zeit und einfach etwas Zeitgemäßes, was halt
gut auch auf die Livebühne passt. Und so ist das Album Universum entstanden und ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Den Fans gefällt es eigentlich auch soweit ganz gut und das ist das Beste, was man sich so wünscht dann auch. Schlager hat bei DSDS ja auch an Bedeutung gewonnen, vor allem natürlich mit unserer Beatrice Egli. Spürt man das auch als ehemalige DSDS-Teilnehmerin? Ja, also der Schlager ist schon durch die Beatrice natürlich ein bisschen auch auf die Jugend übergeschwappt, würde ich mal sagen. Aber es ist allgemein so, dass wirklich egal, wo man ist, auch wenn die Jugendlichen sagen, ja, wir hören keinen Schlager, aber wenn du die bekannten Klassiker rausholst, singen die ja alle im Endeffekt mit, also kennen die auch die Titel. Und es ist gar nicht mehr, dass Schlager out ist. Also Schlager ist wirklich in und es muss natürlich auch modern gemachter Schlager sein, dann ist es wirklich überall ganz gut angesehen und habe ich gar keine Probleme. Wie viel hast du denn in dem neuen Album Universum mitgesprochen, also Ideen eingebracht, musikalisch oder textlich? Ja, also ich habe schon natürlich geguckt, gerade musikalisch, dass ich ein Album brauche, was ich halt auf der Bühne auch präsentieren kann. Nicht zu viele Balladen. Wir haben zum Beispiel einen Partymix drauf, da ist Atemlos mit drin, ein Hoch auf uns, Andrea Berg und hat alles zusammengemischt. Und ich brauche halt wirklich viele Live-Titel einfach. Und das war mir ganz wichtig, stimmungsvolle Lieder, die gute Laune bringen. Und da sind einige dabei. Du warst jetzt gerade für einen Auftritt in der Schweiz. Wie lief's? So, vom Facebook habe ich hier gelesen, super. Ja, also ich war wirklich sehr erstaunt. Ich bin natürlich erstmal mit einer kleinen Erwartung in die Schweiz gekommen, mal schauen, was passiert. Und wirklich das Zelt, ich weiß nicht, wie viele Menschen da waren, vielleicht 600-700 Stück. Es hat gebebt, die Leute waren super gut drauf, die haben sich gefreut auf meinen Auftritt und alle rundum begeistert. Und das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Du warst letzthin auch bei Immer wieder sonntags mit dabei. Ja, es ist jetzt, war Ende Juni, Anfang Juli so rum. Dort habe ich meinen Song Auf einmal ist es wieder Sommer gesungen. Und ja, das war natürlich auch super, mal in der Sendung zu sein. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und ja, es kann nur so weitergehen. Und natürlich Melodie TV gibt es ja auch, so wie FM1 Melodie gibt es noch. unseren Sender Melodie TV für mehr Schlager, mehr Volksmusik auch wieder im Fernsehen, weil ja leider immer mehr Sendungen abgesetzt werden. Und wir präsentieren auch viele Newcomer, viele neue Musik und ich moderiere bei dem Sender auch zwei ganz tolle Sendungen und da bin ich natürlich auch ganz stolz darauf, dass ich das machen darf. Quasi ein drittes Standbein nach den Puppenspielen, der Schlagersängerin, noch die Moderatorin. Ja, und sogar noch, ich darf mich als kleines Model noch benennen. Ich durfte für die Trachtenfirma Spiet und Wensky halt für den Hauptkatalog des Covergirl sein und es kommt halt im Frühjahr-Sommer-Katalog nächstes Jahr. Sieht man dann die Bilder und das war natürlich auch nochmal ein weiteres, was dazu kam, halt auch mal sowas zu machen. Großes Fotoshooting hatten wir in Salzburg und ich bin also wirklich, wie gesagt, rundum zufrieden. Und wenn man das Album nicht nur downloadet bei Amazon oder iTunes oder so und das richtige Album kauft, dann hat man sogar die Bildchen in Trachte auch mit dabei. Ja, das stimmt. Ja, man hat dann so ein Buch und da sind die Trachten auch schon dabei. Und es, also Trachten sind wirklich wunderbar, auch für Jugendliche. Gerade in Deutschland ist ja noch nicht ganz so, dass jetzt man alltäglich Trachten trägt. Aber gerade wenn die dann das Foto sehen, haben mich viele darauf angesprochen, wo kriegen wir so ein Dirndl, wir möchten auch eins haben. Und ja. Das ist also so ganz gut, hat sich ganz gut alles zusammen. Ganz lustig habe ich noch gefunden, es hat, wenn wir die CD aufschlagen, dann einen Wettbewerb drin, da kann man dich für ein Konzert in kleinen Rahmen gewinnen. Ja, wir verlosen sozusagen ein Wohnzimmerkonzert, ne? Da darf man halt 50 Freunde mitnehmen, also wenn man so viel hat oder Verwandte, wie auch immer, dürfen 50 Personen dran teilnehmen und egal, wo derjenige das haben möchte, also Küche, Bad, Wohnstube, vielleicht auch Schlafzimmer, wir wissen es nicht, kann sich bewerben und mit ein bisschen Glück gewinnt er dieses 45-minütige Konzert. Egal wo, ob Deutschland, Österreich, Schweiz, einfach das Album kaufen, ausfüllen, zur Plattenfirma schicken und dann mit ein bisschen Glück losen wir das am 31. Oktober jetzt dann aus. Also noch relativ schnell vorwärts machen und dann hat man dich vielleicht bei sich zu Hause. Ja. Schaut man dann darauf, dass irgendwo, kann das irgendwo sein? Kann überall in der ganzen Welt sein. Hauptsache man schickt diese Karte zu meiner Plattenfirma und ja, mal schauen, wer es dann gewinnt. Ich bin gespannt. Da sind wir wirklich gespannt. Wenn man mehr von dir erfahren möchte im Facebook und im Internet gibt es einiges zu sehen über dich. Ja, natürlich Facebook ist, ohne das kann ich es mir gerade gar nicht mehr vorstellen.
Stellen habe ich noch vor 2-3 Jahren belächelt. Also gerade nach unserer DSDS-Staffel war das noch gar nicht so mit dem ganzen Facebook. Ich habe mir dann erst mit dem ersten Album diese Seite aufgemacht und es sind schon über 52.000 Fans, die mir dort folgen. Und man sieht jeden Tag von mir mindestens ein Foto und ich informiere wirklich immer alle ganz genau. Und Videos, man kann alles sehen. Also einfach mal bei Facebook schauen. Anna-Karina, danke vielmals, dass du bei uns vorbeigekommen bist und weiterhin toi 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 mit deinem neuen Album Universum. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Okay.